Ja gut, stell dir vor, der wäre schnell. Ja. Stell dir vor, alles wäre schnell hier. Oh fuck. Das kann ich, oder? Nice. Stacheln irgendwo kommen raus, oder? Oder runter? Nein. Nein. Das ist eigentlich Phase. Nicht die Art von dem Game. Ja, wenn du das nicht weißt, ne? 20 Sekunden Zeit, also es ist ein ganz kurzer. Ganz kurzer Run. Oh, nicht schon wieder. Etwas. Was habe ich denn hier für ein Problem? Es war wieder knapp. Last. Danke. Nicer Troll am Ende. Muss der wieder sein, hab ich recht? Nice. Oh, ein nices Level, Mann. Ey, was ist das denn, ey, dass der nochmal kommt? Der gibt ja nie auf. So. Ey, wenn ich den jetzt tatsächlich noch schlage, das wäre der absolute Knaller. Ich hatte null Heilung, hatte nur noch halbes Leben. Warte mal kurz. Hallo? Nee. Keine Hoffnung in Sicht. Ich würde sagen, ja, dann wäre er auch nicht so aufgefallen, ne? Ja. Junge! Nice. Ja, alles aber. Denk auch auf die Fässer. Achtung, das ist fast perfekt. Zweites Fass, perfekt. Oh, ich spring hoch wie ein Idiot! Ich hoff rein wie ein Idiot! Mann! Das ist fast im Arsch. Ey, wieso kann man die Steuerung, wieso kann man die Tastenbelegung bei so einem Spiel, ey, alle Spieleentwickler, die das hier sehen sollten, das werden nicht viele sein. Aber wenn das ein Spieleentwickler sieht, bitte, wenn ihr ein Spiel habt, was einfach nur aus links, rechts und X-Knopf besteht, ja, es gibt quasi keine kombinationsmäßigen Inputs, es gibt nur ein paar Knöpfe, die man drückt, dann gibt doch eine Dingens, dass ich quasi auf den Knopf springen kann, wo ich will. Und wer springt bitte auf nach oben? Das macht man nur bei einem Kampfspiel. Bei Kampfspielen macht man das. Oh, aua. Das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Hey, warte, Junge, von hier komme ich. Oh. Au, scheiße, verdammt nochmal. Hey, warte, das ist so dumm. Die Parade! Jo, einen wunderschönen guten Hallöchen zusammen. Ich hoffe, es geht allen gut. Und es gibt nochmal ein paar gemütliche Mario-Level. Oh. Spielen. So. Später. So, und da jetzt erstmal noch keine Level da sind, hauen wir doch mal eben eine neue PB. Iron Bros.
Einmal kurz hier. Mikrofon ist da. Zip. Die Bibi ist nach wie vor 8. Auch schon lange nicht mehr gespielt. Normal. So, und schauen wir mal, was die gute Iron Bros uns beschert. Cloak Speedrun, 20 Sekunden. Was ist denn immer Cloak? Anzug? Umhang? Umhang. Okay. Wow, man weiß es doch nicht. Och Mann. Toll. Das probiere ich jetzt nochmal. Einbruch zählt also nicht. Ah, super. Warte, kann ich nicht noch. Nein, jetzt kann ich nicht mehr skippen. Shit. Hab mal noch ein Leben verschenkt, aber kein Problem. Okay, wir haben 1-1. Aus Japan. Okay, ist einfach alles auf groß gebaut. Easy. Okay, da ist eine Tür, um wieder rauszukommen. Nett. Hui! Ein Clear. Cool. Insert Level Name von Josh 0804. Zweites Level. Immer schön vorsichtig. Mann! Ach, scheiß auf dich. Wow! Irgendwo ein Pilz für mich versteckt. Yo, Mats, moin. Nichts. Oh. Cool. Level 2. Ja, jetzt geh doch gleich rein. Ich spiele jetzt die eine Iron Bros Runde hier noch zu Ende. War cool. Und vielleicht mit einem neuen PB. Man weiß es nicht. Go. 4-3 von Abel WP5. Vom Espanja. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Cool, dritter Clear. War nice. Level Nummer 4. Pipes are magical von Julgel. Thank you.
Direkt mal den Wolkenskip. Boah, die schmeißen. Warte. Nur mit. Sehr easy. Oh, okay, geschenkt. Clear Nummer 4. Auch nicht. Okay, fünftes Level. Speedrun von Desktop. Geiler Name. Okay, von der Zeit her ist es schon mal kein Speedrun. Wieder geschenkt, Level 5, Clear 5. Ich ändere das jetzt einfach mal, irgendwie irritiert mich das. So, wir haben hier Clears. So. War nett, war geschenkt. Cool. Okay, Level Nummer 6. Kommt jetzt etwa tatsächlich die PB? Ist die Frage. Noch 3 Level bis zur PB. Was ist das für eine Construction da unten? Ich weiß es nicht. Schade. Clear ist wieder auf 0. Zip. Das aus. Schade, schade. Das war ein bisschen blöd. Ich glaube, wenn ich den Pilz nicht geholt hätte, wäre es tatsächlich leichter gewesen. Okay, egal, dann gehen wir jetzt mal in dein Level rein, Metz, und schau mal. So, 19T. Jungle Plattform Nummer 2. 2 Checkpoints, 3 One-Ups, swing across platforms in the jungle, have fun. 1% clear rate, 1,4. Plattform klingt schon mal sehr gut. Oh, was? Oh, wo war die Plattform? Hä, bin ich blöd? So, vielleicht so. Das bringt's auch nicht. Ah, okay, okay, das war dumm. Level ist etwas schwer. Ja, okay. 1,5% spricht ja schon mal für sich. Aber wir schauen mal. Er hält sich halt immer an der Pflanze fest. Fest.
Boah, okay, mies. Aber cool. Soweit klar. Shit. Habe ich nicht so leicht, einen Schlüssel zu holen. Erster Raum ist im Sack. Das hier ist auch alles entspannt. Checkpoint. Ist klar. Checkpoint schon mal da, wunderbar. Ah, diese Pflanzen. Er hält sich halt immer an den Pflanzen fest. So, nochmal. Jetzt bitte ohne festhalten. Oh, mies. Werbung? Was für Werbung? Hier gibt es eigentlich keine Werbung. Es dürfte höchstens Pre-Roll sein, aber das kann ja nicht sein. Oh, okay. Schnell kann ich es nicht lesen. Geiles Setup auf jeden Fall. Fuck, boah! Wow. War aber haarscharf oben an der Kante und dann habe ich gedacht, ich wäre schon tot und habe nicht mehr darauf geachtet, wie ich springe. Nein. Oh, okay. Oh. Mann. Gab es einen Checkpoint oder zwei? Ich erinnere mich nicht mehr. Zwei. Okay, sehr geil. Dann habe ich gleich. War ich wahrscheinlich schon kurz vor dem zweiten Checkpoint, würde ich mal vermuten. Ja, ein bisschen zu weit gesprungen. Mann. Boah, diese Pflanzen.
Na, scheiße. Okay, jetzt bitte nur noch der letzten Plant ausweichen, dann ist alles gut. Easy. Gerade an derselben Stelle, geil. Ja, jetzt bin ich beim Checkpoint. Puh. Wow, what the fuck? Oh! Geil. Ein überraschendes Ende. Und das letzte, den letzten Part rasiert. Cooles Level. Okay, dann ist die Queue ja tatsächlich schon wieder empty. Das heißt, es geht schon wieder in die Iron Bros. Zip. Nachdem eben kläglich bei Level 5 Ende war. Kommt vielleicht jetzt die PB, man weiß es nie. Ben for Super mit Starfall. Entspannt. Okay, das war ja komplett geschenkt. GG, danke. Und der erste Clear ist im Kasten. Oh, ich muss mal kurz den Titel anpassen. Ich Level und Iron Bros. So. Ja, war jetzt nicht viel das Level, ne? Hatte nicht viel Content, aber. Geschenktes Level. Level Nummer 2. Unfair Bullet. Das klingt ja schon mal nicht so gut. Von Draw Yumai. Oh. Achso, das ist das Space Shit. Null. Hier ist null. Jetzt fängt wieder von vorne an. Lava Bubble Castle. Wahrscheinlich aus einer Superwelt. Okay, sieht cool aus bis jetzt. Eng alles, aber schön Checkpoint und schön Power-Up, sehr gut. Boss. Mann. Egal. Oh, da kommt jetzt wahrscheinlich nicht noch ein Checkpoint direkt. Ne, das Ende. Wunderbar. Cooles Level. Und der erste Clear. Mal wieder. Cool.
Sammle alle 50er Münzen ein. Ja, das wäre es aber wirklich. Also, was war das denn bitte für eine Stelle? Habe ich ja nur aus Glück die richtige Seite gewählt. Oh Gott, das ist ja Pickelpass vom Allerfeinsten. Was für ein Scheiß. Yo, Fat Fruit. Hi. Ja, komm, es ist ja gerade der Iron Boss Run eh zu Ende. Dann spielen wir auch das Level direkt. Oh, was war das denn gerade für ein Mülllevel, bitte? Oh. Na komm. Hüpp. Pullen wir das Level direkt mal raus. Oh, und es ist ein Maker Code. So, Fat Fruit, any wish? Irgendein besonderer Wunsch? Wir ziehen jetzt erstmal, pullen das mal kurz. 2 NB, sonst spiele ich einfach das Neueste. Yeah, I have some clears in normal. YF. So I'm good with normal levels. Okay, nehmen wir einfach das Neueste. The Shiny Shell. Oh, kein Clear. Clear Cam 2 Stunden 40. Okay, I'm afraid that is not a normal level. That could be too hard. But let's have a try. Okay, das wird ja keinen geben. Kaizo, oh shit. Checks halt direkt schon den Anfang nicht. Upthrow the first shell. Okay, wie funktioniert das denn, ey? Ist hammer hart. Aber hat in gewisser Weise funktioniert. Okay, dann springen die ganze Zeit gedrückt halten. No, no, I take some other one. I think it's a nice level, but it's too hard for me. I choose another one. I hope there's not only stuff like this. The Golden Shower, was haben wir hier? Auch no clear. Wurde auch nicht oft probiert, ne? Aber auch Show Kaizo. Sunhouse. Do you have any level which has a clear? Komm, wir tryen mal da. Let's try this. 20-second speedrun. Sunhouse. Junge, was? Hä? Ich verstehe nichts. Da kommt eine Spring runtergefallen. Wie zur Hölle? Soll man die Ground Pound canceln oder was, bis die Kanonenkugel kommt? Das ist ja viel zu hart. Ah, das war falsch. Ich muss jetzt auch mit so einem Ground Pound canceln.
unmöglich. Okay. No, no chance. Okay, completely no chance. So, okay, haben wir hier irgendwas mit einer halbwegs vernünftigen Clear Rate? 0,5. 0,1. 0 Clears. Junge, was brauchst du für Level? 0,7. 0 Clears. Alter Schwede. 1,5, okay. Alone in Space. Vielleicht, wahrscheinlich nehme ich das. 0,1. Oh mein, Verwalter hat da den Rekord. Verwalter zieht so Level auch noch durch, ey. 0,1. Alter Schwede, es ist auch 0,6. Ne, okay, was war das hier eben? Das hier, ne. Alone in Space. Komm, 1,5%. That's my chance. Oh shit. Reicht das Ziel, ohne den Boden zu berühren? Oh. Okay, das könnte aber funktionieren. Shit. Alter, okay, also angenommen, ich wäre jetzt hier so lang gekommen. Dann hätte man den hier gemacht. Das hat auch wieder nicht funktioniert, okay. Ey, der Penner. Ah, okay, da ist schon das Ende. Könnte vielleicht funktionieren. Er hat einfach nicht den Walljump gemacht, die Sau. Mann! Jo, Noah, moin! Mann, okay, es ist so eng hier. Jo, Noah, danke für dein Follow. Danke, danke. Fuck, das brauchen wir nicht nix. Ah! Alter, die Stelle ist ja komplett mies. Oh. Die Stelle macht mich fertig. Voll hart, ja, du sagst es. Ah, okay, also die Stelle ist ja übel. Und dann macht er den Walljump nicht. Okay, es zählt jetzt als... Mann, ich muss es nochmal. Oh, das ist eine schlimme Nummer.
Okay, also. Boah, das gibt's ja nicht, ne? Wenn dann noch der Walljump nicht funktioniert. Alter, wie soll das denn gehen? Warte mal. Ich käme hier an. Ja, das geht schon. Und dann hier rein. Okay. Sagen wir mal fast geschafft. Und cooles Level. Auch mir zu hart. Okay, also eine Fat Fruit, your levels are insane. Insanely hart. Okay, Noah, dann sind wir noch direkt dran. Mal an, G85. Marios Dschungelabenteuer mit einer Clearrate von 15. Ja, das ist doch mal entspannt. Rein da. Gibt drei Starcoins. Also sehen, vielleicht finde ich sie ja. Wunderbar, ich darf den Boden berühren. Keine Space, irgendwas. Da ist schon mal eine Coin. Oh, super, komme ich hier wieder raus? Nö. Ist hier irgendwo. Im Wasser verendet. Einfach ein Trollblock. Jo, YKB, moin. Ach, nicht schon wieder das gleiche Ding, ey Gott. Wenn man einfach zweimal auf den gleichen Scheiß reinfällt. Ein Trollblock musste sein. Ja gut. Da war auch gut platziert. Ich bin ja sogar zweimal drauf reingefallen. Jetzt vertraut man natürlich keinem Abgrund mehr hier. Coin. Easy. Cool. Ja, ein so ein Trollblock darf auch mal sein, ne? Muss man schon sagen. Der E-Sportler, ja, er ist wieder da. Nettes Level. Okay. So, YKB, dann schauen wir mal. Auf das Neueste, alles klar. Castle of Thorns. Clear Rate 10%. Okay. Cool. 2 Minuten der Rekord. Klingt erstmal alles gut.
Schloss der Dornen, oder was heißt das? Oh. Nein! Ich dachte, der kommt zurück. Ah, ich Idiot. Glück gehabt, Pech gehabt. Was war das denn? Hing ich da irgendwie gerade in der Wand? Hast du das Level heute gespielt? Okay, nice. Der Großmeister ist wieder da. Oh mein Gott. Einfach in das Ding reingesprungen. Genial. Checkpoint, sehr schön. Also. Oh. Blume, auch sehr schön. Ruhe, Fenster. Ey, bis jetzt würde ich auch sagen, sehr schönes Level. Oh, was haben wir hier? Ah. Das wird ein original Schloss sein, ja. Moment. Ach, ich kam unten aus der Röhre, dann muss ich wahrscheinlich hier rein. Oh, es war wieder schlau wie sonst was. Mahan, jetzt wach doch endlich auf, du Pimmock. Boah. Junge. Glück gehabt, ey. Nice. Ja, schönes Level. Cool. Danke für die GGs und geht sofort weiter. Kleinen Moment.
So. Geht weiter mit Noah. Hab auch einen Tipp, wenn du willst. Ja, komme ich vielleicht drauf zurück. Nightmare Platforming klingt aber geil. Welcome to my hardest level. Von Dragon 57. Was ist die Clearrate? 2,7%. Klingt erstmal alles cool. Sieben ist vielleicht ein bisschen hart, aber könnte auch möglich sein. Wow, okay. Verstehe. Nicht zu viel Gas geben. Boah, ist das hart. Aber möglich. Oder doch nicht? Ah, ich habe zu viel Schwung. Muss Wandsprung machen. Ach so, einfach wieder nach rechts rüber. Ach so, das geht natürlich auch. Ja, ist wahrscheinlich besser. Ja, viel angenehmer. Alles klar. Wow, zu spät gesehen. Oh, nice. Cool. Schönes Level bis jetzt. Und jetzt kommt auch der Checkpoint. Das ist ein Wahnsinnslevel. Wunderbar. So wie ich es mag. Boah, Junge. Und wieder ein Checkpoint. Großartig. Sekunde. Checkpoints ist das Leben einfach besser. Wow, er hat sogar die letzte Plattform geskippt, Junge. So sieht's aus. Ein geiles Level. So Level mag ich und vor allem dann auch mit Checkpoints richtig geil. GG, danke. Cooles Ding. Oh, die Queue ist empty. Das bedeutet, es gibt wieder Iron Bros. Junge, das Fenster. So, PB ist 8. Clears sind 0. Neues Spiel, neues Glück. Let's go. Was wir haben, ist The Final Castle von MKOpack. Oh, da ist eine Blume für mich. Mit. Okay, bisher sieht's easy aus. Oh, so dumm. Okay.
Achso, ich krieg sogar neue Blumen. Okay, dann ist es ja geschenkt. Aber klar. Normal, ne? Endless ist ja auch nicht so schwer. Die Schwierigkeit liegt ja daran, gar nicht zu sterben in der Iron Rose Challenge. Ne? Oh, jetzt muss ich ihn hier komplett. Wie viele Hits braucht er denn? Ja gut, mit unendlich Power-Ups ist sowas natürlich immer machbar. Nein! Sein Timmy-Level einfach nur im Boss-Rush, ja. Jetzt bin ich halt dummerweise in die Röhre reingegangen. Jetzt bedeutet der Fight wieder von vorne los. Nicht sterben. Wie viel jetzt braucht der, wenn ich den so fertig machen muss? Oh mein Gott. Okay, man muss ihn gar nicht töten. Ist das nicht herrlich? Der erste Clear. Dann tauschen wir uns, dass man nicht mehr zurückkommt, wäre zum Beispiel eine Methode gewesen, ja. Aber ja, gut, ne? Was soll man machen? Es ist ein Clear. Aber war jetzt nicht unbedingt das Schönste von Level Art. Okay, Level Nummer 2. Koreanisch von WDCFR Doppelpunkt. Klammer auf. Oh. Cool. Das Z ist nicht zu übersehen. Auch sag jetzt nicht, ich muss. Hä? Okay, kein Kommentar. Der zweite Clear. Aber ich sag mal, das, was das Level hatte, war cool. War zwar nicht viel, aber war nett. So, Level Nummer 3. Viel Japanisch von Akira. Oh. Also ich mag Checkpoints. Aber so schnell brauch selbst ich nicht einen Checkpoint. Was ist das jetzt hier für eine? Boah, Junge. So, ein bisschen gefährlich hier. Man weiß es nicht. Wohin? S? Oh. Clear Nummer 3. Ein etwas verrücktes Level, aber ja. Und ein paar Naked Pipes noch zum Abschluss. Okay. King K. Roll Fight von Donkey Kong. Ich bin gespannt, wie er den hier eingebaut hat. Soll er das schon sein? Nein! Oh Gott! Und dann einfach so ein trauriges Ende. Naja, hier ist null. Man kennt sie, die Iron Rose Challenge. Sie ist einfach fun. Okay, dann gehen wir direkt mal wieder das Level rein. Geil, BSG. Der Backseat
Gamer. Up and down, just get over it. 4%, 4,7. Auch wieder ein Tipp. Da komme ich vielleicht drauf zurück. Von Velvin. Wow, okay, zu viel Schwung, aber eigentlich war es gut. Okay, jetzt alles gut. Okay, da komme ich anders nicht durch. Ah, die Zeit. Okay, okay, aber ich hab's eigentlich schon. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob man die Springer überhaupt benutzen muss. Nö, muss man gar nicht. Komm schon. Schade. Mann, nicht den gleichen Fehler wieder. Der Erdbeerheld. Im Erdbeerfeld. Wieso? Hui. GG, danke, cooles Level. Und die Queue ist wieder leer. Das heißt, wenn einer jetzt noch direkt was einschicken will, dann schick ein. Ansonsten gehe ich wieder rüber in die Iron Bros. Dicke, 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 dick, dick, dick. Ich warte 10 Sekunden. Okay. Und dann geht's wieder rein. Oh, ich hab's nicht mal mehr. Ich hab nicht mal die Dings ausgemacht. Egal. So, die Jagd nach der Pipi. Sie geht wieder los. Mit Level Nummer 1. 0 Clears. Pinball Wizard von AJOK. Okay. Oh Gott. Das ist wirklich Pinball. Coole Idee, sagen wir es mal. Coole Idee, aber kein, nicht viel Plattforming dabei. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt für ein Ding? Junge, 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 okay. Checkpoint ist eigentlich egal bei Iron Bros. Wow. Okay, hier sind die Pinball-Flipper. Oh, das ist ja komplett durcheinander. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Da ist eine rote Coin. Ah, ich wollte in die Tür. Geht das noch? Ja. Ja.
Okay, ich habe keine Ahnung. Ich sag mal, die Idee ist ja schon eine coole Idee, ne? Weil er hat halt wirklich einen coolen Pinball hier gebaut. Aber da ich ja eher so der Plattforming-Fan bin und nicht unbedingt so der Absuch-Fan, ist es halt nicht unbedingt meine Art von Level. Mahan! Mahan! Oh mein Gott. Okay. Das geht schon mal nicht. Okay, es wird nur noch die in der roten Röhre. Oh, wie soll man da hinkommen? Und wo ist überhaupt die Schlüsseltür? Das weiß ich auch noch nicht. Der ganze runtergefallene Scheiß. Ah, da ist die. Da ist eine rote Röhre, da ist auch die Schlüsseltür. Okay. Das hätte ich mir besser gespart. Ah, ich Idiot! Okay, scheiß auf das Level. Schlimm. Aber ich hatte es fast. Nur rote Röhre, letzte Coin, zurückholen, alles gut. Aber war nicht mein Level. So, neues Glück. Level Nummer 1. Jo, Verwalter, moinsen. Checkpoint, zwei Schlüssel. Jetzt nur einen. Wow, der Raum war auf jeden Fall heftig. Okay. Vor allem die letzten Coins sind ja super nützlich gewesen. Aber der erste Clear. Mal wieder. Level Nummer 2. Jump Park von Trainer R6 mit dem Propellerhut. Run. Okay. Mann! Okay, es zählt nicht, wir sind wieder bei 0, aber das Level clear ich jetzt eben. Was für eine Scheiße war das denn? Und jetzt wird es halt so einwandfrei funktionieren, das ist das Traurige daran.
Okay, vergiss es. Tschüssi. Das war keine gute Runde. Na komm, Verwalter, lass mal sehen. Okay, was haben wir denn hier? Erste Plattform, wieso habe ich den noch nicht gespielt? Geht mal rein. Das ist wenigstens gute Level. Bei der Iron Boss ist die Scheiße, dass auch zwischendurch echt die Mülllevel kommen, ne? Das ist halt so. Weil da kann ja alles kommen. Entspannt. Und ein Checkpoint. Und Verwalter, eben noch deinen Namen gesehen. GG, nice. Eben noch deinen Namen begegnet bei jemandem namens Fatfruit, der so die ultrakranken Hardcore-Level wieder nur hatte und da hattest du in einem Level den Rekord. Cooles Level. Easy as always. So, die Queue ist jetzt leer, deswegen ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach mal hier ein paar Verwalter-Level, bis ein bisschen was in die Queue kommt. Bevor ich jetzt wieder in die Iron Bros gehe. Guck mal, was haben wir denn hier überhaupt noch übrig? Habe ich schon. Wieso habe ich das eine da oben ausgelassen gehabt? Oh, ich habe hier schon einiges. Und das ist schon der zweite Count. Sonst nur noch harte? Oh nein. Tatsächlich? Ah, ein Sturm kommt auf. Ja, okay, den gehe ich nicht nochmal an. Das ist schlimm. Ja, das war auch richtig geil, aber viel zu schwer. Das war irgendwie das gleiche in Grün. Oder guck dir das mal an, Alter. 13 von 81.000. Ja, das ist ja komplett. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Oh. Tatsächlich. Aber wundert mich, dass ich den hier nicht hatte. Naja. Okay, dann heißt es doch wieder Iron Bros. Und rein in die Challenge. Mit einer schönen PB von 8. Geht's wieder los bei 0. Was beschert sie uns, die Challenge? Na klar. Nicht zu lesen von nicht zu lesen. Wow. Okay, und denkt dran immer schön vorsichtig. Uiuiui. Und gibt's hier vielleicht mal ein Power-Up? Was war das? Habe ich da den Koopa rausgeholt, den Zauberer? Auch speziell gebaut, aber irgendwie cool. Ein Checkpoint wäre. Ah ne, Checkpoint brauche ich ja gar nicht. Was soll das hier jetzt bitte gebracht haben? Okay, also ich brauche ein Power-Up oder einen Stern oder so.
Aha. Oh, hätte ich doch da eben kurz vorher geguckt, ne? Dann hätte ich mal einen Pilz gehabt. Das wird einfach hier lang. Junge, was ist los? Ah, schade, das Leben hätte ich ja gerne mitgenommen, aber egal, der Clear ist da. So. Ja, war irgendwie cool. Es war zwar auch ein bisschen strange, aber auch cool. Toxic One von Happy, dem fröhlichen Holländer oder Holländerin. Wow, Dankeschön. Dankeschön. Okay, ich probiere es jetzt aber nochmal ohne Iron Bros. Hier war ja gerade schon der erste Fail. Das heißt so, nein! Oh Mann! Ich wollte gerade sagen, beim zweiten Versuch ist es dann immer, dann klappt es immer direkt, aber auch nicht immer. Manche machen noch dumme Fehler. So, jetzt komm. So, wo war jetzt wieder das Problem? Ne? Das fragt man. Ging zum Glück auch ohne Shell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nicht hinsehen, Leute, bitte. Dankeschön. Verrücktes Level. Na gut. Wieder bei Level 0. Also bei Clear 0. Bei Level Nummer 1. So, ist kein Verarschungslevel hier oder so? Nö. Okay. Ja, so schnell kann man halt sterben. Ne? Was heißt? Dear Death, please die. Oder Postleitzahl die. Warte mal, das war jetzt nicht hier ein Softlock, oder? Och Mann, oh, dann fick doch das Level. Müll. So, jetzt geht's aber los. 3-3 von Wiggler. Komm, Wiggler, ich glaube an dich. Du brauchst gute Level. Oh, und dann ist es einfach ein dunkles Geisterhaus. Wieso? Wiggler, ich habe an dich geglaubt.
Oh, ich war in der Subworld. Picador oder was? Ah ja. Ziel. Naja. Kein schlimmes Level, aber auch kein besonders tolles. Halt dunkel und viele Geister, Boo-Rings und so. Aber Level Nummer 2, ein Clear. Clamshell Clash. Okay, bis dahin alles gut. Doch, bis jetzt cooles Level. Ich will noch ein paar Münzen mit, weil dann habe ich noch ein Leben. Noch eine Red Coin. Okay, und dann habe ich den Mannschaft nicht gesehen. Aber kein Problem, ich denke ja mal, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Ende ist. Alles klar. Clear Nummer 2. Das war cool. Also Decking Ton. Gutes Level. Von Lolotod. Also wer sich schon so viel Mühe beim Titel gibt, der kann ja nur Top-Level bauen, oder? Und diese Pfeile, die sind auch schon irgendwie wie eine Verarschung von den Türen. Also da will man doch schon nicht rein. Hammer Bros, sie sind einfach spitzenmäßig. Da ist das Ziel. Keine Ahnung, was das für ein Ende war, aber geklärt. Und 3 Leben. Ich muss mal kurz was klären, weil ich muss gleich bei den Hühnern mal im Stall was bauen. Achso,
Ne, scheiße, kann ich doch gleich klären. Erstmal geht's weiter. Level Nummer 4. Ich muss den irgendwie so Sonnenschutz bauen oder so, ey, die hängen zu viel in der prallen Sonne. Oh no, du Bitch! Oh Mann! Null! Mann, es geht so schnell, dass man einmal stirbt. Und ich weiß noch, wie ich damals immer gedacht habe, ey, wenn ich Iron Bros spielen würde, ich würde das ja locker schaffen. Locker, 50 Level, easy. Oh Mann, das Level war so überpisst. Das Level war jetzt wirklich total geschenkt und da habe ich jetzt den Run verkackt. Sehr geil, GG. 5 Sekunden Level. Level Nummer 1. Underground Tunnel von The Yeet 34. Uhu, Mamo. Wir bleiben bei 0. LOL von Arturo Beb. Komm Arturo, jetzt gönn aber mal gutes Level. War es jetzt meine Schuld wahrscheinlich, ne? Komm, noch eine Chance für LOL. Clear zählt da natürlich nicht. Okay, du willst es nicht. Dann will ich auch nicht. Oh. Was sollen diese ganzen Pfeile? Was sollen sie bedeuten? Okay, aber es ist nicht schlecht, das Level, außer dass die Pfeile komplett irritieren. Das soll wahrscheinlich heißen, da kommt was raus, ne? Aber. Boah. Na, checkt man es trotzdem immer aufmachen. Wie man gerade gesehen hat, falls da ein Power-Up drin ist. Was ist es jetzt? Toll, der war schon verschwendet. Ah, okay. Oh, Schlüssel. Okay. Hm.
Yippie! Naja, war cool. Und der erste Clear. Das war okay. Supera R. Morton von Brittany 310 oder Brittany. Okay. Wow. Oh, es ist Stunboy. Wow. Ich dachte, die Blume leckt da und ich bekenne die sofort. Die Blume mit. Zur Sicherheit. Soll ich jetzt hier auf. Ah. Ich dachte, ich müsste so iframes-mäßig durch. Ich will den großen Schuh. Oh, war das eine schlechte Idee? Ich kann es einfach. Ach so! Mann, wieso? Aber eigentlich kein schlechtes Level. Ich glaube, mein. Und hier wäre natürlich das Ende gewesen. War klar. Aber das ist ja nicht schlimm. Doch, das war cool. Never Guess Next. Von Emmet TV. Oh Mann, okay. Okay, es ist gar kein Labyrinth, glaube ich, sondern nur so ein, eine Strecke, die man durchziehen muss. Das müsste gehen. Sekunden. Ey! Noch 6 Sekunden. 2. Yes. Noch so war es cool. Ich dachte erst, das wäre so labyrinthmäßig, weil das wäre nämlich dann ätzend mit so einem engen Timer. So war's cool. Einer war eine Sekunde schneller. Goombas von Galaxy Monk. Mit 84 Leben. Oh, da kommen die Goombas auch schon. Das war so klar. Ach, come on, Junge, was ist das denn für ein Bullshit? Baut doch sowas nicht ein.
Imagine, das wäre das Ende. Ja, also ja, was man sagen. Kein besonders gutes Level. Ruined Castle von Vexa. Level Nummer 2. Nee, gar nicht. Level Nummer. Warte. Nee, das zählt ja gerade gar nicht. Ich habe ja zwei Versuche gebraucht. Nee, nee. Deswegen, wir sind wieder im ersten Level. Super. Okay, ist jetzt alles entspannt und nice. Bleibt das auch so? Wieso? Ist hier eine Blume zu weit drin? Ja. Also wirklich. Wieso? Was war? Ach so, da oben. Ach Gott. Ach, man hat's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Siege mindestens 5 Miauser. Was ist das denn schon wieder für eine Clear Condition? Also Leute, so ist es, wie man die Masken und die Soundeffekte richtig benutzt. Einfach komplett ohne Sinn. Und bevor der Soundeffekt überhaupt abspielen konnte, schon den nächsten einführen. Ich hatte, ja, das war... Ich hätte direkt skippen können. Das war ja kompletter Mumpitz. So, W64. Die japanische Welt 64. Das kann doch jetzt nur gut werden, oder? Die Geduld, sie ist nicht da. Ne, das war ein Geduldslevel. Das war es jetzt auch nicht, aber jetzt kommt der Run. Jetzt kommt er. Genau jetzt. Upside Down Castle. Besiege Bowser. Das ist aber bitte nicht wirklich Upside Down, oder? Ist es Upside Down? Okay. Du musst vielleicht nur den Hebel umschalten und... Ja. Okay, ich verstehe. Das ist eine coole Idee zumindest. Aber dass es hier die ganze Zeit Goombas regnen muss, muss ja auch nicht sein eigentlich. Aber okay, jetzt bin ich wieder da. So.
Ne, den Sprung hätte man locker so geschafft, hä? Das hätte man noch locker ohne Schalter geschafft, oder nicht? Ja, aber 100%, oh Gott. Den hätte man sich schon mal ganz easy sparen können. Den hätte man sich auch ganz easy sparen können. Ja, der Creator hat auch wieder, der wusste, was er tut. Und jetzt muss ich mit einer Blume den... Und jedes Mal, um die neue Blume zu holen, muss man den jetzt halt resetten. Das ist auch genial gemacht. Ich sag mal, okay, ne, einfach unendlich Blumen ist halt auch immer ein bisschen low, wenn du einfach so unendlich Power-Ups hast. Aber dieser typische, du musst Bowser mit einer Blume wegkillen, ist halt auch... Schießen! Danke. Aber gestorben war ich hier nicht, ne? Das ist jetzt der erste Clear. Ach doch, ja, die Idee war cool. Kommt, geben, gönnen wir das Like. Mann! Ah, okay, dann scheiß drauf. Gut, will ich mich nicht beschweren. Ich habe zwar kaum was vom Level gesehen, aber es war cool. Schönes Level. Pup Mario, gut gemacht. Koopa is your helper von Gam Jam. 2021 geboren, also 2 Jahre alt. Ich glaube, ich mache alles richtig. Vielleicht ein bisschen angenehmer bauen können, aber kein Problem. Yes! Cool. Und sogar noch ein Leben geholt. Key Nummer 3. Das war tatsächlich ganz solide. Hm.
My third level von Levi's Teva. Keine Ahnung, wofür der ganze Schnickschnack da war. Bin ich richtig? Man weiß es nicht. Ich habe ein gutes Gefühl. Jo. War ein bisschen gepokert, aber hat funktioniert. So, 4 Clears. Colin von Charles. Okay, was ist das für eine Scheiße hier? Was macht der Miauser da? Oh, warte, ich kann hier rein. Wird unnötig. So eine Pisse. Okay. Okay, da ich jetzt gleich mal mich um die Hühner kümmern muss, mache ich jetzt schon mal die Queue zu. Und warte kurz. Dann mache ich jetzt noch einen Iron Bros Run. Und dann bin ich wieder raus. Iron Bros macht dann halt eh auch so fertig. Das kann nicht sein. Okay, komm, also jetzt. Jetzt oder nie, PB. Das fängt schon gut an. Was ist das? Was ist das? Und hier ist das Ziel. Das übersteigt wahrscheinlich einfach meinen Verstand. Ich bin zu dumm, es zu verstehen. Aber da hängt eine tiefe künstlerische Bedeutung in dem Level. Und das hat irgendeine Geschichte erzählt, die ich jetzt komplett geskippt habe oder so. Man weiß es nicht. Gotta go fast von Damien. Okay, ich bin fast. Was zur verschissenen Hölle ist es? The End. 2-4. Von einem russischen Namen, aber ich kann ihn nicht lesen. Ich will ihn hier. Wow, das war auf jeden Fall riskant, aber geschafft. Nett. Oh, super. Auf wo am Pauls geht's ja. Wie viel braucht der? Wie viel Hits von dem Pau-Block?
Mach ich irgendwas falsch? Na also. Yippie, und das ist Ziel. Der erste Clear. Er ist wieder da. Ach, ich weiß es nicht. Cuphead. Oh shit. Luisito. Cuphead, geiles Game. Ist das Cuphead, ist die Frage. Kennt man Cuphead? Wer erkennt Cuphead sofort? Ich glaube, man... Es ist komplett Cuphead, 100%. Alter, Cuphead durchgespielt. Nice. Und der zweite Clear. Und den Rekord rausgeholt. Ne, sorry. Ich like gerne Level und ich like auch einfach Level, aber das war jetzt irgendwie wieder kein Like und es war auch nicht Cuphead. Sind wir mal ehrlich. Da fällt mir überhaupt nichts zu ein. Da fällt mir einfach nichts zu ein. Ich kann nichts Schlechtes sagen, ich kann nichts Gutes sagen, ich kann einfach gar nichts sagen. 1-2 von Itzeye Lego. Ich will jetzt noch einmal wenigstens kurz gucken, was ist denn hier. Ich guck's mir noch einmal jetzt kurz an. Aber der Run ist vorbei. Aus welchem Grund sollte man hier auf die Idee kommen, dass man bei Bum Bum reingeht? Einfach raten. Yeah.
50-50 Chance, das ist super. Dann gibt doch wenigstens einen Anhaltspunkt oder so. Irgendwas, dass es nicht einfach Picke dort, sondern irgendwas, keine Ahnung, was nicht ganz so beschissen ist. Ups, nein. Okay. Freunde der Nacht, Freunde des Tages. Das war's mit Mario für heute. Das war eine kurze, nur eine kurze Runde, aber ich habe da nicht so viel Zeit. Ich muss das gleich, wie gesagt, noch etwas im Hühnergehege unternehmen. Ich danke trotzdem allen fürs Einschalten. Macht euch einen schönen Tag. Spielt nicht zu viel Iron Bros. Das geht auf, geht an die Substanz. Und ja, vielleicht sieht man sich später. Ansonsten morgen. Haut rein. Ciao, ciao.